Nächster Redner ist Andreas Arthur-Spanring, FPÖ Niederösterreich. Frau Präsidentin, bisher war es immer so, dass parteiische Präsidentschaftsführung eigentlich nur aus dem Nationalrat bekannt war. Heute ist mit Ihnen leider Sobotka 2.0 auch hier eingezogen und das ist traurig. Herr Minister, Respekt. Respekt bei Ihrer Performance in den letzten Monaten, sich hier und heute in einer Aktuellen Stunde herzustellen, noch dazu mit dem Titel Extremismus in Österreich. Das zeugt von Mut und von Selbstbewusstsein. Das muss man sich erst einmal trauen. Oder ist es einfach nur Ignoranz und fehlende Selbstreflexion? Oder vielleicht ist es irgendeine Retourkutsche Ihrer eigenen Bundesräte? Ich weiß nicht, was da dahinter steckt. Was ich jedoch weiß, egal welcher Minister dieser Regierung aktuelle Stunden für Selbstbeweihräucherungen, für Danksagungen, für Lobhudeleien die letzten Male abgehalten hat, es wird wirklich von Mal zu Mal schlimmer. Denn je länger diese Regierung im Amt ist, desto schlimmer wird es und desto mehr Fehler passieren und desto mehr müssen die Menschen in Österreich darunter leiden. Herr Innenminister, Sie waren in Wahrheit von Anfang an mit Ihrer Aufgabe überfordert und Sie tragen auch in Wahrheit ganz alleine die Verantwortung für das Versagen des BVD beim Terroranschlag. Das BVD ist eine tiefschwarz politisch besetzte Einheit, die aufgrund unzähliger Fehler schon in der Vergangenheit jahrelang im Fadenkreuz von nationalen Ermittlungen war. Und wenn Sie dann Ihre Schuld abwälzen wollen, ja, dann lassen Sie bitte in dem Fall die Grünen, aber auch die Blauen außen vor und richten Sie Ihre Schulternwürfe an jene, die das System im Sinne der ÖVP die letzten 20 Jahre aufgebaut haben, nämlich Ihre ÖVP-Vorgänger. Strasser, Platter, Schüssel, Molterer, Fechter, Mikl-Leitner und auch natürlich der jetzige Präsident Sobotka. Meine Damen und Herren, da wurde so ein richtig schöner, feiner, hofeigener Bespitzelungsverein hochgezogen, wo gewisse ÖVP-Politiker tagtäglich ein- und ausgegangen sind. Und zu Ihrer vorigen Meldung, da gebe ich Ihnen recht, im BVD sind mit Sicherheit sehr viele gute Polizisten im Einsatz, die jetzt leider mit in ein schlechtes Licht gerückt werden. Und für die tut es mir wirklich leid, denn die können nichts dafür. Jedoch sind alle Schlüssel und auch Führungspositionen dunkelschwarz eingefärbt. Dunkelschwarz. Egal, was die letzten Jahre dort schiefgegangen ist, es wurde alles politisch gebügelt, so ganz nach dem Motto, wenn es um die eigenen ÖVP und FCG-Beamten geht, ja, da darf zwar ermittelt werden, nur rauskommen darf nichts. Und Herr Minister, Ihre Unfähigkeit ist leider auch in Zahlen ganz klar erkennbar, denn nicht nur Verbrecher haben in Österreich ein leichtes Spiel dank Ihnen, sondern auch die illegalen Zuwanderer. Während unter Herbert Kickl die Zahlen der illegalen Zuwanderung massiv zurückgegangen sind und er auch sehr gute Ergebnisse bei Rückführungen hatte, hört und sieht man von Ihnen davon nichts. Sie erzählen uns, die Grenzen sind zu. Die Wahrheit, die traurige Wahrheit ist, das Gegenteil ist der Fall. Tagtäglich werden in Österreich illegale Migranten aufgegriffen. Bis 15. November dieses Jahres sind österreichweit 18.403 Illegale aufgegriffen worden. Das ist ein Totalversagen von Ihnen, weil Sie bei der illegalen Migration ganz einfach auf beiden Augen blind sind. Ankündigungen und leere Versprechungen bei Pressekonferenzen, Herr Minister, das ist einfach zu wenig. Und 54% dieser Menschen kommen über die angeblich geschlossene Balkanroute. Auch das sehr interessant. Unsere Grenzen sind offen wie Scheunentore und zeitgleich gibt es so gut wie keine Rückführungen mehr. Stattdessen gibt es von Ihnen dauernde Drohungen von drastischeren Maßnahmen gegenüber der eigenen Bevölkerung. Ja? Und diese Drohungen, meine Damen und Herren, sind in Wahrheit unerträglich. Sie, Herr Minister, bezeichnen, Sie waren der Erste, der das gemacht hat, der Menschen, die Corona-Regierungsmaßnahmen kritisch kommentiert haben oder gegenübergestanden sind, als Gefährder. Währenddessen zeitgleich die echten Gefährder, nämlich die islamistischen Terroristen, vor ihren Augen Waffen und Munition gekauft haben. Das muss man auch mal schaffen. Ich kann Ihnen eines sagen, Österreich wird erst dann wieder sicherer, wenn Sie und Ihre Regierungskollegen
nämlich die wahren Gefährder dieser Regierung, zurückgetreten sind. Und Herr Kollege, Ihre Redezeit ist aus. Den Schlusssatz bitte. Und zuletzt wollten Sie still und heimlich Tür und Tor im Privatbereich für die Polizei öffnen. Herr Minister, in großen Lettern schreibe ich in Ihr Standbuch, der Preis einer Pandemiebekämpfung darf niemals ein Überwachungsstaat sein. Schämen Sie sich. Kritik an der Regierung und insbesondere an der Volkspartei kommt von freiheitlichem Bundesrat Andreas Arthur Spanring. Er wirft dem Innenminister vor, die Führungspositionen im Innenministerium seien allesamt von ÖVP-nahen Personen besetzt worden.